Willkommen beim Stream von Destiny. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen ohne Kommentar spielen. Ich schreibe natürlich gerne, also ich mache dann eine Nachricht. Aber antworte eben gerne über Chat, ne? Wie es da oben eben steht. Dann schon mal danke fürs Zuschauen, die zuschauen werden. Und wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Omnigul ist die letzte von Krotas Generälen. Sie ist die Architektin des Erwachens ihres Meisters, sowie eine Agentin von Oryx. Solange sie lebt, wird die Saat von Krotas Zorn diese Welt heimsuchen. Jage sie und vernichte die Schar, die sich dir in den Weg stellt. Eine neue Armee der Schar brütet unter der Himmelswacht. Da steckt Omnigul dahinter. Finde sie! Omnigul ist niederträchtig und verzweifelt. Pass auf dein Licht auf.
Der Scharbefall breitet sich aus. Guter Gefall. Zuta.
Die Schar hat die Plünderer aufgescheucht. Omnigul ist schlauer. Benutzt die Gefallenen, um dich auszuschalten. Gefallen.
In Bewegung bleiben, Hüter. Finde Omnigul. Hüter gefallen. Omniguls einziger Zweck ist, Krotas Rückkehr einzuleiten. Sie hat versagt, doch sie wird nicht aufgeben, bis der Wille ihres Meisters vollbracht wurde. Gefallen.
gefallen. Gefallen. Gefallen.
Hüter gefallen.
Hüter gefallen. Fine.
Agenten des Willens von Kota wurden besiegt. Die Schar wird dieses Vergehen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Doch du, Hüter, hast ihnen etwas Neues zum Fürchten gegeben. Squid. Es gehört dir. Komm bald wieder. Wir brauchen die Herausforderung. Das dauert lang. Thank you.
Paket für Warlocks. Hör auf zu schweben. Ein böses Paket. Die Gefallenen in der Ishtar-Senke auf der Venus haben wohl das Gefängnis der Alten im Riff geplündert. War ein Archon-Priester drin. Das Kopfgeld der Königin ist hoch, also ist er mächtig. Wir müssen ihn finden, bevor sie seine Seele wiederherstellen können. Thank you.
Wenn die Gefallenen schon die Vex vertreiben, sind sie auch auf uns gefasst. Der Archonpriester wird sicher gut beschützt. Wir müssen da durch. Ich sehe mir das mal an. Fest verriegelt. Gib mir ein bisschen Zeit. Thank you.
Okay, ist offen. Wir sollten los. Empfange Gefallenen-Signale. Sie stellen den Archonpriester wieder her. Wir müssen uns beeilen. Ob wir uns kurz ihre Moskitos ausleihen dürfen? Güter gefallen.
Eine Zelle aus dem Gefängnis der Alten. Der Archon-Priester ist noch dort.
Sicher, dass das eine gute Idee ist? Der Alten war er besser aufgehoben. Ich gebe der Vorhut Bescheid, dass der Archon-Priester tot ist. Wieder ein gefallenen Archon weniger. Gut. Aber wenn die Gefallenen das Gefängnis der Alten gefunden haben, kommen solche Überfälle sicher häufiger vor. Egal. Heute feiern wir.
Tief unter der Ishtar-Akademie haben die Vex etwas in Bewegung gesetzt. Eine weltenfressende Maschine, die die Venus zu einem Glied ihrer intergalaktischen Kette macht. Wir müssen diesen Nexus aufhalten und den Geist zerstören, der ihn lenkt. Okay, machen wir uns auf die Suche nach diesem Nexus. Mehrere Servitoren. Sie blockieren den Pfad zum Nexus. Du musst sie erledigen. Okay, die obere Ebene ist offen. Wir kommen näher. Ich registriere eine riesige Woge in der Ausgrabungsstätte unter uns. Wenn das der Nexus ist, wird er stärker.
Das muss der Nexus sein. Aber eliminieren musste ihn schon alleine. Der Nexus eröffnet sich.
Solange sowas existieren darf, sind wir niemals sicher. Gute Arbeit. Ein Arm der Wechselinvasion wurde abgeteilt, doch ihre Zahl wächst weiter. An dunklen Orten, die wir nicht erreichen können. Wir müssen ihre Macht ergründen und dort in die Schlacht ziehen, wo sie sich sammeln. Gefunden. Die Zivilisation erstrecken. Was hast du gefunden, Jäger? Faszinierend. Hätte ich nicht erwartet. Eine gute Waffe. Komm bald wieder. Wir brauchen die Herausforderung.
Ob gewollt oder nicht, wir stehen im Krieg mit den Kabalen auf dem Mars. Also lasst uns ihr Kommando eliminieren, einen nach dem anderen. Valus Tauk. Soweit ich weiß, befehligt er die Belagerungstänzer aus einem imperialen Landpanzer vor Rubicon. Er ist gut geschützt, aber mit dem richtigen Team können wir die Verteidigung knacken. Dann erledigen wir das Biest und holen uns Freistatt. Suchen wir einen Zugang zu Ihrem System. Steht. Wir können ihn und seine Garde finden. Wir sollten auf seine Lieutenants aufpassen. Sie sind immer in seiner Nähe und genauso gefährlich wie er. Gute Nachrichten. Alle vier Lieutenants sind hier. Wir könnten seine gesamte Garde erwischen.
Es kommt noch einer der Lieutenants hierher. Aber nicht zu Fuß. Dazu ist er zu schnell. Er ist in einem Panzer. Okay. Auk. Thank you.
Wir haben ihn. Ich gebe Commander Zavala Bescheid, dass es auf dem Mars ein Problem weniger gibt. Valos Tauk wurde endlich besiegt und das Kabal-Kommando ist geschwächt. Doch die Dunkelheit erhebt sich. Es werden mehr Flotten und noch mehr Anführer kommen. Wir müssen bereit sein. Omnigul ist die letzte von Krotas Generälen. Sie ist die Architektin des Erwachens ihres Meisters, sowie eine Agentin von Oryx. Solange sie lebt, wird die Saat von Krotas Zorn diese Welt heimsuchen. Jage sie und vernichte die Schar, die sich dir in den Weg stellt. Eine neue Armee der Schar brütet unter der Himmelswacht. Da steckt Omnigul dahinter. Finde sie! Omnigul ist niederträchtig und verzweifelt. Pass auf dein Licht auf. Der Scharbefall breitet sich aus.
Vorwärts, Hüter! Die Schar hat die Plünderer aufgescheucht. Omnigul ist schlau. Benutzt die Gefallenen, um dich auszuschalten. Bleiben, Hüter. Finde Omnigul.